Leute, willkommen bei Mo von VR. Bei mir ist jetzt für die Oculus Quest 2 nicht nur das Elite Headstrap mit Akku angekommen, sondern auch noch das Link-Kabel. Wir werden das heute aber erstmal nur auspacken. Ich werde das ganz gemütlich die nächsten Tage mal testen mit dem Link-Kabel und euch dann ein schönes Video machen, wo ich vielleicht mal alles vergleiche, auch zu der Wireless-Variante mit Virtual Desktop, die mittlerweile auch wirklich sehr gut funktioniert auf der Quest 2. Heute erstmal nur auspacken. So, aber der Fokus liegt natürlich auch auf unserem schönen Elite-Strap. Das war für mich der Grund, warum ich tatsächlich bei der Quest 2 erstmal sehr hellhörig wurde. Der Komfort war ein großes Kriterium, was ich an der Quest 1 hatte. Und auch hier erstaunlicherweise mit dem Stoffstrap dann aber doch. Ja, offensichtlich dachte ich, ja, das wird nichts taugen. Aber das geht echt ganz gut, muss man sagen. Also für einen Grundpreis von 350 Euro hier in Europa sind wir eigentlich mit einem Quest 2 Set ziemlich gut bedient. Mich hat allerdings das Elite Strap sehr interessiert, gerade weil es auch einen Akku drin hat. Der verdoppelt jetzt nämlich nochmal die Akkulaufzeit der Quest. Die liegt ja so circa bei 2,5 Stunden, wenn man sie wirklich in einem Spiel ordentlich ausreizt. Und damit hat man doppelte Zeit. Ich hatte mir auch von dem höheren Gewicht hinten versprochen, dass es besseres Balancing auf dem Kopf gibt. Gucken wir uns das mal an. So, jetzt wird aber erstmal ausgepackt. Die Verpackung von der Quest und den ganzen Zusatzgeräten sind halt ganz nett. Ne? Das wirkt alles wie so ein bisschen modernes IKEA-Material oder so. Ich finde das ganz nett. Ne? Hat so einen Nachhaltigkeitsflavor. Keine großen Plastikgeschichten, sehr viel Pappe. Finde ich gut. So, die Hülle nimmt man ab. Übrigens, das Akku-Strap kriegt man nur zusammen mit dem Transportbehälter, ja, der ehrlich gesagt auch sehr gut aussieht, aber ich weiß nicht, ob ich den normalerweise genommen hätte, wenn das so nicht gebundelt wäre. Jetzt habe ich ihn einfach mitgenommen. Das kostet dann allerdings zusammen wirklich 130 Euro, was schon eine Ansage ist. Das normale Elite Strap kostet 50 Euro und das Elite Akku Strap kriegt ihr quasi nur für 130 Euro. So, das ist aber sehr nett. Guckt euch das mal an. Hier wie so ein schönes Alien-Ei liegt das jetzt erstmal herum. Das ist schon sehr wertig. Das sieht sehr nett aus, muss man echt sagen. Ne? Ah, das duftet gut. Und hier ist auch ein kleines Foto von dem, was einen jetzt hier drin erwartet. Finde ich auch ganz nett, dass sie das Strap gleich hier reinlegen. Ja? Nicht zwei Verpackungen schicken. Ja, das wäre auch möglich gewesen. Sehr geil. So, dann holen wir mal das Ei hier raus. Unfassbar schön. Und das war's auch schon. Das ist das Unboxing. Voila, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Nein, wir gucken uns das nochmal genauer an. Das war's jetzt wirklich. Ja, hier ist alles drin gewesen. Jetzt haben wir hier die Box. Ist eigentlich sogar ganz nett. Ne? So hat man das jetzt, auch wenn man es gar nicht transportieren möchte, staubsicher. Ich werde das jetzt hier bei uns hinten ins Regal legen. Und dann kann ich das immer wie so eine Wundertüte da rausnehmen. Das finde ich echt gut. Das Ding ist sehr beeindruckend, die Packung. Hier mit so einem Tragegurt kann ich jetzt durch die Gegend schlendern mit meiner Quest 2. Ich habe ja tatsächlich die Quest 1, darf ich gar nicht erzählen, ne? Das habe ich immer einfach in einem Jutebeutel mit mir rumgeschleppt. Ja? Also ich habe die Quest 1 in eine Jutebeutel getan, die beiden Controller so ineinander verschränkt. Dann, und jetzt kommt's, ja, eine meiner Wollmützen drumherum, damit das ein bisschen gepolstert ist. Und das wiederum dann so vor das Glas der Quest gelegt, dass das alles ein schönes Paket ergibt. Jutebeutel ein bisschen zugedreht, ab in den Rucksack. Das war bisher mein Transportbehälter. Der war dafür nicht so sperrig. Ja, das ist natürlich auch ein Vorteil. Das Ding hier, wenn ich das im Rucksack habe, passt da nicht mehr viel anderes rein. Aber dafür ist es absolut tight. Dann machen wir das mal auf. Das ist wirklich erstaunlich, weil dieser Faden führt in einen Reißverschluss, der wirklich nur drinnen ist. Ja? Eieieiei. Ach, der Duft. So, es riecht alles ein bisschen nach Neuwagen. Schöne Geschichte. Guckt euch das mal an. Hier. So liegt es dann da drin. Das ist das Strap. Das hebe ich mal raus. Wow, das hat schon ein ganz schönes Gewicht mit dem Akku hier hinten. Ne? Interessant. Was ich nicht so wirklich ganz elegant fand, ist, dass der Akku jetzt wirklich mit einem Kabel nochmal draußen vorbeigeführt wird und dann mit der Quest verbunden wird. Ohne Quatsch. In irgendeiner Welt hätte man das auch hier irgendwie so elegant hintenrum leiten können mit Kontakten oder so. Haben sie nicht so bis zum Ende durchingeniert, möchte ich mal sagen. So, das macht erstmal eigentlich einen ganz guten Eindruck. Sehr kompakt.
gucken wir uns gleich mal an. Erstmal die Verpackung noch. So. Kleines Handbuch-Ding, sie ist dabei. Das sollte man sich vielleicht auch im Falle des Herzstopps wirklich durchlesen diesmal. Denn da kann man, glaube ich, auch ein bisschen Schaden anrichten, wenn man das nicht richtig abklippt und anklippt. Und das ist die Verpackung. Hier ist Gummi drin. Ja. Und hier noch mehr Gummi. Macht einen sehr guten Eindruck. Sehr schönes Ding. So, wenn ich die Quest 2 zusammengebaut habe mit dem Elite Strap, dann gucken wir uns das mal an, wie das drinnen liegt. Das wird auch nochmal schön, glaube ich. So ein Konzept habe ich noch nie gesehen bisher. Finde ich ganz gut. Guckt euch das mal an. Ja, und auch von der Größe her muss halt alles reinpassen. Und wir können ja tatsächlich schon mal probieren, ohne das Elite Strap das reinzulegen. Also die Quest lege ich jetzt einfach mal hier rein. Da rastet sie schön ein. Das ist gut. Ja. Das Gummi hier übrigens schützt die Linsen sehr gut. Ja, dafür ist das auch da, nehme ich mal an, damit die Controller nicht beim Reinlegen zufällig an den Linsen rumkratzen. Das wollen wir auch nicht. Die werden dann jetzt hier so reingefaltet. Die liegen erstmal lose drin dann eigentlich, ne? Wenn das so reingelegt ist. Werden aber von dem kleinen Steg hier runtergedrückt und sollten dann halten. Ja. Brille ist geschützt, Controller sind sicher, kann nichts mehr brechen. Hier hat man jetzt genügend Luft drin. Ja. Also für irgendwelche Kabel oder so ist hier vorne sowieso noch ein Fächlein. Da kann man dann auch das Netzteil und das Netzkabel und, müssen wir mal gucken, ne, vielleicht sogar den hier noch unterbringen. Das gucken wir uns alles an, wenn es soweit ist. So, das passt erstmal. Voila! Macht einen sehr, sehr guten Eindruck auf mich. Dann kommen wir mal zu dem Elite Strap selber. Ich packe das mal hier simpel aus, das geht schnell. Der hintere Teil ist auch von einer Pappe umschlossen. Und da ist es. Ich mochte es auch, weil es tatsächlich ein bisschen aussieht wie der hintere Teil der PlayStation VR. Das wirkt eigentlich auf den ersten Blick erstmal ganz gut. Ja. Hier ist ein dickes Gummi. Und auch dieser hintere Teil ist nochmal mit dunklerem Plastik allerdings verkleidet, ja, sodass der Hinterkopf dann später hier aufsitzt. Und man kann die Entfernung dann einstellen. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt schon sehen könnt, wie die Laschen hier raus und rein fahren. Und das klippt man jetzt einfach statt des alten Headstraps an. Hier das graue Band ersetzt dann das obere Kopfband, ja, mit entsprechenden Klettverschluss etc. So kommt das hier an. Und wie gesagt, ne, der wiegt jetzt hier auch schon etwas zusammen mit der Brille. Seid ihr dann wieder über dem Gewicht der Original Quest 2. Es gibt den Elite Headstrap aber auch ohne Akku. Ja, wenn ihr sagt, ihr kommt mit den 2,5 Stunden Akkulaufzeit prima klar, und das tun die meisten, glaube ich, ja, dann ist das auch gut so. Und dann werde ich den jetzt ranmontieren. Dafür gehen wir aber mal, würde ich sagen, in den Close-Up. Ne? Erstmal müssen wir den vorhandenen Strap ja abmachen. Die Anleitung sagt, man soll hier anfassen und dann so ein bisschen nach unten drehen. Ja? Also ich mache das jetzt mal. Okay, der hat sich gut gelöst. Zweiter Teil. Ja, also ich fasse wieder hier an und drehe nach unten. Das hat gut geklappt. Und dann müssen wir nur noch den Kollegen hier befreien. Wenn man das Facepad abmacht, geht es entspannter, den Streifen hier rauszuziehen. So, möglichst nicht die Linsen berühren bei der Geschichte. Ja, die müssen ja nicht zerkratzen. Das Gute ist, im Gegenteil zu sämtlichen anderen Mods, die man auf der Quest 1 hatte, das Ding lässt sich jederzeit wieder perfekt anbringen. Ja. So, jetzt klippen wir das Ding ran. Hier sind auch die ganzen Modellnummern und so hinter verbracht. Ne? Und falls ihr euch fragt, wofür die Schlitze sind, weiß natürlich mittlerweile jeder. Das sind die kleinen Lautsprecher, da kommt der Ton raus. Okay. Ist bei mir jetzt tatsächlich auch das erste Mal. Ja? Ich habe da auch noch keine Technik entwickelt, die am besten ist. Aber Fakt ist, immer schön vorsichtig sein. Ja? Das haben wir schon gelernt. Okay, und auch hier lege ich es jetzt drauf. Der ist übrigens in sich so ein bisschen gedrillt. Seht ihr das? Ja? Das war nicht ich. Das ist tatsächlich die Form. Der ist so leicht in sich verdreht. Interessant.
So, jetzt lege ich den drauf und klippe. Ich bin mal gespannt, wie sich das bei häufigen Wechseleien äußert. Ja? Also das ganze Ding, das fällt mir wirklich zum ersten Mal auf, ist so ein bisschen in sich verdrillt. Ja? Der hier kommt dann entsprechend hier rein. Und wie gesagt, das ist die Geschichte, das finde ich nicht so elegant. Ja? Jetzt hat man hier schon mal an einem ansonsten schönen, kompakten Design einfach so ein bescheuertes Kabel. Ja? Das fand ich schon bei sämtlichen Straps, die es so gibt. Ja, Valve macht das auch sehr gerne, dass da hier so Kopfhörerkabel rumbaumeln und so. Finde ich persönlich furchtbar. Ich mag das gerne, wenn es ein abgeschlossenes System ist. Lässt sich jetzt aber nicht ändern. Ja? Vielleicht stelle ich ja irgendwann fest, dass das Elite-Strap an sich toll ist, aber ich die Akkulaufzeit nicht brauche, dann kann ich es ja nochmal tauschen gegen ein anderes. Aber für den Moment habe ich jetzt das und ich bin eigentlich immer der Typ, der die Sachen dann auch so behält, wie er sie hat. Jetzt ist alles fertig, alles zusammengebaut wieder. Eigentlich macht das einen schönen Eindruck. Wie gesagt, das Kabel finde ich ist ein kleiner Schönheitsfehler, vor allem von der Länge her. Okay, das muss jetzt aber auch tatsächlich für die längste Länge passen. Dass es sich jetzt auch noch solche knickt oder so, finde ich nicht so elegant. So schaut das ganze Ding jetzt fertig zusammengebaut aus. Ich bin sehr, sehr gespannt, ob das wirklich jetzt das Erlebnis des Tragens verbessern wird. Das werde ich jetzt zum ersten Mal ausprobieren. Es ist natürlich nur ein schneller Eindruck, ja. Ich werde das jetzt in der Praxis dann testen und euch dann wieder ein Video machen, wo ich meine aktuellen neuen Eindrücke mit diesem Ding dann natürlich auch nochmal beschreibe. Mit meiner Brille ist das hier tatsächlich leider jetzt ein Hack, ja. Ich muss das so hochklappen, damit ich mich hier mit der Brille erstmal reinschwurbeln kann. So, dann klappe ich es runter. Und jetzt ist die spannende Frage, wo ziehe ich es fest? Weiß ich noch nicht. Und ja, kann man machen. Ganz interessant auf jeden Fall. Also das Gewicht verteilt sich jetzt definitiv anders. Wenn das jetzt so ein bisschen stabilisiert. So. Ja, den Rest wird jetzt der Langzeittest zeigen. Also im allerersten Moment ist es tatsächlich jetzt gut verteilt und fühlt sich ganz cool an. Ja, macht einen guten Job. Wie gesagt, bei mir kommt immer erschwerend dazu, ich habe jetzt die Brille mit drin. Also die drückt jetzt, also der Bügel meiner Brille wird jetzt von dem Polster so ein bisschen in mein Gesicht gedrückt und auf die Nase gedrückt und so. Ja, das macht das noch so ein bisschen doof. Ich werde jetzt mal versuchen, den normale Menschen-Test zu machen, ja, damit ihr sowas auch mal gesehen habt. Also, die gehen einfach so hier rein, klappen es nochmal ein bisschen runter und ziehen es zu. Fühlt sich tatsächlich gut an. Ja. Wie gesagt, nehmt das erstmal als allerersten Eindruck, das ist irrelevant. Wenn ich hiermit wieder mal 5 Stunden in Tiltbrush gezeichnet habe, beziehungsweise auch eine Action-Geschichte gemacht habe, eine Pistol-Whip-Session oder so, dann wird es interessant. Ja? Dann ist wirklich die Frage, wie fühlt sich der junge Mann hier an? Sehr interessant. Ich könnte mir auch vorstellen, wenn man noch so ein gepolsterteres Facepad hätte, dass das dann noch bequemer ist. Aber das macht hier jetzt schon einen guten Job. Ich weiß nicht, wie es aussieht. So, ich zeige euch das mal. Bam, 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 bam. Und das war es jetzt erstmal mit dem Unboxing des Elite Headstraps für die Quest 2. Ich löse es jetzt mal vorsichtig. Ja, so müsst ihr es abnehmen. Nicht einfach hochklappen. Das ist wichtig. Und der erste Eindruck ist tatsächlich gut. Und das finde ich insgesamt sehr positiv. Ja, der erste Eindruck von diesem Stoff-Headstrap war nämlich auch schon sehr, sehr gut. Ja, den fand ich wirklich beeindruckend. Für das, was es nur ist, macht das wirklich einen guten Job. Und der Junge hier für, ja, ohne Akku 50 oder mit Akku und Tasche dann aber auch, für insgesamt 130 Euro, ist dann schon eine Ansage. Ja? Damit ist meine liebe Quest 2 jetzt, ich habe sowieso die größere Version genommen, aber wenn man davon ausgeht, dass man die 64 GB Version nimmt für 350 Euro plus 130 sind dann schon 480 Euro. Und damit ist man dann in den Bereich vorgestoßen, den die original erste Quest kostete,
Allerdings hat man dann noch eine schöne Verpackung dazu und doppelt so viel Laufzeit. Kann man machen, ja. Also das ist jetzt quasi das Deluxe-Pack der Quest 2. So schaut's aus. Eine Geschichte, die ich unbedingt noch erzählen wollte. Die Quest hat jetzt aufgeladen. Ich habe auch schon ein bisschen gespielt und neue Erkenntnisse gesammelt. Das soll ich auch natürlich brühwarm berichten. Etwas, was ich noch vergessen habe, vielleicht bemerkenswert. Hier unten am Batteriestrap ist ein USB-C-Port, ja, also genau derselbe, der hier ist. Allerdings gibt es folgende Funktionalitäten. Wenn ihr das Ladegerät hier einsteckt, dann wird sowohl das Strap als auch die Quest aufgeladen. Ja, über Nacht, alles cool, soweit so gut. Problematisch ist, ihr könnt nicht den Link hier reinstecken und dann den ganzen Akku und alles mitbenutzen, sondern mit Link müsst ihr den Akku abtrennen und dann steckt ihr den Link ganz normal da rein. Und das bedeutet, der komplette Akku läuft dann einfach frei. Ja, der hat keinerlei Funktionalität mehr. Ist nicht so schlimm, weil im besten Fall natürlich über Link auch aufgeladen wird, während man spielt. Aber das ist, finde ich, noch eine kleine Designschwäche. Ja, wenn man das Ding schon dran hat, dann möchte man auch das Kabel hier nicht ununterbrochen ran und abpopeln. Muss nicht sein. Eine weitere Geschichte, die mir aufgefallen ist, während des Spielens verbraucht die Quest zuerst den Akku, dann den. Ja, ich habe eben ein Weilchen gespielt, dann hatte der nur noch 80% und der noch 100%. Vielleicht auch ganz interessant. Ich würde auch vorschlagen, dass ihr das aber über Nacht abzieht, denn es gibt Gerüchte, dass der Akku, wenn er eingesteckt bleibt, über Nacht so ein paar Prozente verliert. So, also ständig rein und raus stecken mit dem eh schon nicht so tollen Kabel. Ja, ist ein kleiner Downer, ist nichts, was jetzt nach total durchkopften Design aussieht. Ja, da finde ich, hätten die Ingenieure bei Facebook noch ein bisschen besseren Job machen können. Oh, da seid ihr ja schon wieder. Jetzt habt ihr mich aber hier beim Schneiden des Videos erwischt. Na gut, dann sage ich euch auch noch, was ich mittlerweile über das Headset denke. Nein, sage ich euch nicht, das ist zu schnell. Ich habe jetzt tatsächlich eine Runde Pistol Whip gespielt, eine Runde Superhot gespielt, ein bisschen rumgemacht und naja, im ersten Moment war es alles okay. Ich muss aber wirklich sagen, den riesen, 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 riesen Verbesserungsunterschied im Verhältnis zum Softstrap, den spüre ich noch nicht. Ich habe herausgefunden, dass ich den hinteren Teil tatsächlich ein bisschen weiter runterziehen muss, damit er bequemer ist, ja. Und bei mir dauert sowas aber echt lange. Ich habe für die Quest 1 tatsächlich, ich glaube, ein halbes Jahr gebraucht, bis ich irgendwann raus hatte, wie die sich anfühlen soll für mich, ja. Und das ist das Ding. Für jeden ist Virtual Reality und jedes Headset total anders. Es gibt leider keinen generellen Tipp, dass man sagen kann, das ist es, das nicht. Das empfindet jeder anders. Ich finde, für das Grundpaket mit dem Softstrap macht die Oculus Quest 2 einen ziemlich guten Job. Das Ding hier ist jetzt was für Leute, die wissen, dass sie wesentlich länger spielen wollen. Der Akku, der ist da. Ja, und ihr müsst euch nichts basteln. Ihr müsst euch nicht hinten an das Softstrap irgendwie einen externen Akku ranhängen oder in eine Hosentasche stecken oder so. Das ist hier eine schöne, saubere Lösung. Das ist cool. Und ich weiß, es gibt natürlich Leute, die sich gerne so eine Tasche auch holen, die gerne wissen, dass das Ding sicher und gut verpackt ist. Für die Menschen, ja, die wissen, dass sie diese Features, die das Elite-Strap jetzt hat, wirklich benutzen möchten und dass sie auch gerne eine Tasche kaufen, für die ist das eine okayische Anschaffung, würde ich mal sagen. 130 € dafür sind gut. Ja. Zum Beispiel das Vive Deluxe Audio Headstrap, das hat 120 € alleine gekostet, hatte natürlich auch Kopfhörer dran und ist besser verarbeitet gewesen, muss man auch sagen. Ja. Hier ist alles Plastik, das heißt, ihr müsst immer vorsichtig sein mit dem Ding. Im direkten Vergleich zum Beispiel zu meiner Valve Index, ja, die hat ja ein ähnliches Prinzip, ne? Die ist auch vorne auf dem Gesicht und man dreht sie hinten fest, ist es im ersten Anlauf nicht ganz so komfortabel. Ja? Die hat wirklich noch mehr Luxus am Kopf, aber tatsächlich im Verhältnis zu meiner eher günstigen PlayStation-VR, die ich ja sehr gerne benutze, mit dem Halo-Strap, ist auch die Valve Index nicht so komfortabel vom Tragekomfort her. Ne? Das sind alles Geschichten, aber wie gesagt, auch sehr, sehr individuell. Jeder hat eine andere Kopfform, jeder hat eine andere Gesichtsform. Da kann man leider nichts dran ändern. Das ist bei jedem anders. Das ist jetzt erstmal das, was ich für mich rausgefunden habe. Da müsst ihr mitarbeiten. Ja? Das kann ich euch nicht abnehmen, die Entscheidung, ob das für euch jetzt auch taugt. Ich kann euch nur die Videos machen und von mir erzählen, was ich dabei erlebt habe. So, und jetzt werde ich noch schnell zu Ende schneiden, ja, damit das Ding hier morgen früh am Sonnen draußen ist und ihr euch das angucken könnt. Und ich würde mich dann riesig, riesig freuen, gerade wenn nicht nur Leute, die das noch nicht selber kennengelernt haben, kommentieren, sondern auch Leute, die das Headset schon
haben und das Headstrap schon haben, ja, das mit Akku, das ohne Akku. Schreibt mir mal bitte eure Erfahrungen drunter. Das würde mich wirklich interessieren. Ich möchte auch davon partizipieren und lernen, wie man das vielleicht besser benutzt, wo die Tricks und Kniffe sind, wo man aufpassen muss. Das können wir alles unter dieses Video schreiben und dann lernen alle was davon. Ist doch eine feine Sache, ne? Außerdem könnt ihr selbstverständlich ein Däumchen da lassen, wenn euch das Video gefällt. Ihr könnt euren Kollegen auch gerne bestellen, dass sie diesen Kanal abonnieren dürfen, denn sowas wie das hier wird es jetzt auf jeden Fall wieder öfter geben. Es gibt sehr viel neue Hardware zurzeit. Das Linkkabel werde ich ausführlich testen und vergleichen etc. Und wir dürfen nicht vergessen, in ein paar Wochen kommt auch schon wieder die HP Reverb G2. Ja, oh mein Gott, es geht immer weiter. Neue Headsets, neue Headsets. Ich weiß gar nicht, wann man da noch die Spiele testen soll. Kriege ich aber hin. Ich verspreche es euch, denn ich bin Mo Tensen. Ich bin immer für euch da. Ich bin raus für heute. Macht euch ein wunderschönes Wochenende. Wir sehen uns dann 18 Uhr zur Live-Show. Hoffe ich. Bis dann. Ciao, ciao. Der Beste ist Mo. Ist Mo. Der Beste ist Mo. Der Beste ist Mo. Der Beste ist Mo. Mo von VR ist Mo. Der Beste ist Mo. Der Beste ist Mo. Der Beste ist Mo. Tensen, Mo von VR.